fangen wir an mit einer ganz kurzen Vorstellung, Desk und iSales. Wir sind seit einigen Monaten sind wir Schwesterfirmen. Bedeutet also, wir haben die gleichen Gesellschafter. Wir haben uns also zusammengefunden, weil wir sehr erfolgreiche Sage-Systemhäuser sind, regional sehr unabhängig waren und viele Jahre nebeneinander gut ausgekommen sind. Wir haben dann den Entschluss gefasst, dass wir aufgrund der Herausforderungen, die der Markt mit sich bringt, besseren Service liefern können, besser überleben können, mehr Chancen haben, wenn wir zusammengehen. In der nächsten Zeit werden Sie also weiterhin Desk-Kunde sein oder iSales-Kunde. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind nach wie vor eigene Systemhäuser mit eigenen Mitarbeitern. Wir werden aber das Thema gemeinsame Kundenansprache intensivieren. Wir werden Projektressourcen zusammenführen, austauschen, um uns gegenseitig zu unterstützen, um gewisse Kenntnisbereiche weiter auszubauen und auch für neue Herausforderungen fit zu sein. Und auch das Thema Entwicklung werden wir zusammenführen, sodass wir also ein einheitliches, geglättes Produktportfolio haben und somit dann auch viel mehr Zeit haben für neue Dinge, die Sie brauchen, die Ihnen die Arbeit leichter machen. Ja, um da vielleicht eine Zahl nochmal benannt zu haben, die Desk hatte im Vorfeld 35 Mitarbeiter, die iSales hatte 43 Mitarbeiter, also gemeinsam haben wir jetzt circa, wenn ich sage circa, dann heißt das ganz einfach, dass es auch gewisse Fluktuationen geben kann. In der Zwischenzeit haben wir 78 Mitarbeiter und unser Ziel ist es, den neuen Herausforderungen jetzt in der Zukunft gerecht werden zu können, weil die Produkte doch immer intensiver werden, auch immer breitere, ja, das Produktportfolio wird immer intensiver, immer größer. Und dem müssen wir in irgendeiner Form denn auch gerecht werden. Und diesbezüglich haben wir uns, glaube ich, jetzt auch sehr gut neu aufgestellt. Ja, wenn wir jetzt auf die Neuerung zu sprechen kommen, werden wir im Wesentlichen drei große Kategorien erleben. Es sind also etliche Änderungen dabei, die bedingt sind durch die Ablösung der Access-Technik, durch die neuen Dialoge im App-Designer. Wir werden Neuerungen erleben, die durch das Customer Voice verursacht wurden, sprich durch Sie. Also durch Kunden, die sich gemeldet haben bei Sage innerhalb des Portals, Wünsche platziert haben. Diese Wünsche werden regelmäßig von Sage gesichtet. Und das ist eigentlich eine tolle Geschichte, weshalb ich da noch ein bisschen Werbung für machen möchte. Also für die Leute, die noch nicht im Customer Voice mitmachen, bitte schauen Sie in das Sage-Portal, nutzen Sie Ihre Anmeldung. Sie können dort eigene Wünsche platzieren. Und Sie können auch Wünsche von anderen Kunden, von sogenannten Leidensgenossen, können Sie dort bewerten und sagen, yo, brauche ich auch. Und Sage geht regelmäßig so vor, dass man sich die Wünsche herauspickt, die am meisten Likes haben, wie man so schön im Neudeutsch sagt. Also es ist ganz wichtig für uns alle, dass wir da aktiv sind. Wir machen es auch. Und es gibt dann auch noch einen großen Block Optimierung und Korrekturen. Da werden wir Ihnen auch noch einen kleinen Ausblick zu geben. Ja. Die vielleicht noch eine Anmerkung zu der Access-Technologie, die wir ganz zu oberst haben. Also da steht natürlich der Hauptfokus aktuell jetzt von Seiten der Sage drauf. Man möchte ganz einfach die Sage Access unabhängig machen und wir werden Ihnen nachher auch einen kleinen Vorgeschmack diesbezüglich geben, sodass man mal sieht, was da alles gemacht wird, weil im Endeffekt erhalten Sie innerhalb der nächsten Monate, innerhalb der nächsten 1-2 Jahre eine komplett neue Software. Hey. Ja, fangen wir mal bei der ersten Neuerung an. Das ist das Thema X-Rechnung. Das werden wir jetzt im Produkt, sprich in der Sage 100, nicht zeigen. Also wir haben einen Mix aus Inhalten, welche wir zeigen werden, die wir jetzt hier auch und manchen Inhalten, die wir einfach nur kurz erklären. Die X-Rechnung ist schwer zu zeigen, weil hier geht es eigentlich primär denn darum, dass bei der X-Rechnung keine Übertragung mehr ohne Mandatsreferenz, IBAN oder Gläubiger-ID möglich ist. In vielen Portalen hat man diese Funktionalität abgeschaltet und diesbezüglich hat die Sage in der neuen Version X-Rechnung 2.3.1 diese Überprüfung nun integriert und ohne diese Daten, die beim Kunden bzw. zu einem Kunden hinterlegt werden können, ist dann keine Übertragung einer X-Rechnung mehr möglich. Es gibt natürlich noch andere Versionen der X-Rechnung, die vor der 2.3.1 liegen, muss man auch dazu sagen, in welchen es auch noch heute möglich sein wird, diese ohne Mandatsreferenz und IBAN-Gläubiger-ID zu übertragen. Das gilt, diese Neuerung gilt ausschließlich für das Einstellen der Nutzung der Version 2.3.1. Ja, also in der Oberfläche wird man da keinen großen Unterschied feststellen. Im Kundenstamm geht es weiter um das Kennzeichen X-Rechnung. Da gibt es keine separate Versionierung. Ja.
Ja, neue Dialoge in Lager und Inventur. Das ist etwas, was, also wenn ich mir hätte was wünschen können, dann hätte ich das schon seit Jahren mir gewünscht, dass es da neue Oberflächen gibt. Die Dialoge, die wir auch gleich zeigen werden, hier wird man, denke ich, erkennen, dass man erstmal inhaltlich keine Neuerungen erkennt. Also inhaltlich bedeutet einfach nur, wenn ich jetzt die Menüpunkte hier durchlaufe innerhalb des Lagermoduls, dann gehen wir gleich mal auf die Stichtagsinventur als allererstes ein und machen da mal die Inventureröffnung. Das wäre ganz lieb, wenn du da nochmal auf die Inventureröffnung am Anfang eingehst, Stefan. Ja, dann würden wir aber etwas durcheinander kommen von den Folien, wollte ich nur kurz gesagt haben. Also Inventur haben wir, aber das kommt später. Inventur haben wir mal Lagerbogen. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, dass die Felder, die wir jetzt hier sehen, die gab es auch schon in der vorherigen Version, in der Access-Version. Wer allerdings mit einem großen Bildschirm jetzt arbeitet oder schon länger arbeitet, der hat nicht die Möglichkeit gehabt, diese Daten auf den ganzen Bildschirm auszubreiten und auch die Daten in einem größeren Format sich anzeigen zu lassen. Das hat sich, glaube ich, jetzt wesentlich denn verändert mit den neuen Masken. Die sind ganz anders, was die Darstellung anbelangt, das Zoomen. Ich glaube, das ist bekannt, bei gedrückter STRG-Taste und beim Drehen des Mausrädchens kann man sich jede Maske größer, kleiner machen, je nachdem, wie man diese von der Ansicht her benötigt. Also hier haben wir jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dann haben wir natürlich in den Einstellungen die Option, Felder uns frei einzublenden, ob das jetzt benutzerdefinierte Felder aus dem Artikelstamm sind, die wir hier vorfinden, oder ob das Felder sind, die im Standard des Artikelstamms gepflegt werden können. In fast sämtlichen Übersichten haben wir, wenn ich sage fast, damit ist gemeint, in 90% der Übersichten würde ich heute sagen, finden wir auch die Stammdatenbereiche mittlerweile komplett oder fast komplett abgebildet, was die Anzeige der Felder anbelangt. Da, wo es Sinn macht, hat man dort Ergänzungen vorgenommen in den letzten Monaten. Ja, das ist, glaube ich, wesentlich besser und ja, funktionaler geworden, was die Einschränkung und die Sicht auf die Masken anbelangt. Der Stefan hat gerade unten schon die Summenzeile sich herangeholt. Auch das nochmal als Funktion vielleicht in der Anzeige, dass man sich diese Summenzeile einblenden kann. Summen, Durchschnitte, Anzahlen und so weiter hier abbilden kann. Das steht mit der rechten Maustaste dann auf der Summenzeile zu untersten zur Verfügung. Und natürlich kann ich mir noch eine Filterzeile in jeder Maske einblenden, um dann auch entsprechende Daten zu sehen. Das allgemein zur Funktionalität. Die Bestandsübersicht ist eine Maske, die gibt es schon länger. Die hat man hier innerhalb der 905 erstmalig denn zur Verfügung gestellt. Wir zeigen sie trotzdem nochmal zur 906, weil sie eigentlich ganz gut symbolisiert, was hier mittlerweile alles an neuen Masken denn geschaffen worden ist. Ja, besonders sind ja auch, dass man diese verschiedenen einzelnen Auskünfte, die vorher nur über Reiter verfügbar waren, dass die jetzt einzeln sind. Also ich habe hier einerseits einen Bestandsüberblick. Wenn ich jetzt hier darstellen möchte oder eine Liste über Bestände machen möchte, dann war es ja bisher so, dass wir für den Kunden eigene Auswertung definiert haben. Das entfällt jetzt. Das ist jetzt die schlechte und die gute Nachricht. Für uns schlecht, für Sie gut, weil solche Sachen können Sie selber machen. Was Volker schon gesagt hat, können Sie eigene Summen machen. Sie können eigene die Maske selber ziehen, wie Sie wollen. Sie können Felder raustun, wieder reintun und Sie können das Ganze dann auch exportieren. Das heißt also, wenn Sie dann daraus eine Excel-Datei erzeugen möchten aus Ihrer Lagebestandsliste, können Sie das natürlich so, wie Sie es bisher kennen, auch in den neuen Dialogen machen. Und somit haben wir dann innerhalb dieser ganzen Bestandsübersichten nicht mehr den Blick nur auf einen Artikel oder auf ein Lager, sondern dadurch, dass das jetzt in diesen Komplettmasken darstellbar ist, haben Sie eine Komplettübersicht. Ja, also ich kann hier Artikelgruppen filtern, jetzt als klassisches Beispiel. Das, was Stefan gerade sagte, ich glaube, das ist eine der wesentlichen Abgrenzungen und eigentlich auch eine neue Funktion. Der Vergangenheit musste man zum Beispiel beim Bestandsüberblick immer den Artikel auswählen, zu welchem man einen Bestandsüberblick haben wollte, wenn man sich all die bestehenden Access-Masken erinnert. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mir komplette Überblicke über Bestände, über Lager etc. zu verschaffen und das in einer einzigen Maske. Genau. Bevor wir da weitermachen, noch eine kurze Anmerkung. Diese Masken muss man aktivieren innerhalb der Administration. Das sollten wir, glaube ich, wollten wir vorab noch voranstellen, wenn ich mich da recht entsinne. Und hier gibt es also innerhalb der Administration die Sage 100 Dialogeinstellungen. Das finden wir hier. Und
Dort kann ich die Sage 100 Dialogeinstellungen, also die neuen Masken nun aktivieren. Das heißt, hier haben Sie auch die Möglichkeit, mit den bestehenden Masken weiterzuarbeiten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel noch die Inventur in der alten Oberfläche machen wollen, weil Sie das gewohnt sind und das bereits seit 10, 15 Jahren vielleicht denn auch in dieser Form gegeben ist, dann kann ich das so stehen lassen und kann mir das auch im nächsten Jahr angucken, wie die neue Inventur nun von der Oberfläche her aufgebaut ist. Ja, also muss man sogar einstellen, ne, weil wenn es installiert wird, ist es nicht automatisch aktiv. Das muss man dann tatsächlich selber machen. Genau. Ja, also vielleicht nochmal, hast du noch Besonderheiten, die dir jetzt einfallen, Stefan, zu den Lagermasken? Also Vorteile sind, ne, ich kann es parallel starten, die Schaltflächen sind leichter verfügbar, ich muss nicht über die Option gehen. Der Bestandsüberblick ist tatsächlich ein Überblick, weil es nicht nur fokussiert ist auf einen Artikel, sondern eben halt auf alle Lager und über alle Artikel. Ich kann selber zusätzliche Felder einblenden, auch Zusatzdatenfelder aus dem Artikelstamm sind ja dort verfügbar. Kann also somit dann eigene Auswertungen selbst konfigurieren und selber exportieren. Die einzige Einschränkung, die es noch gibt, ist das Thema Rückmeldungansicht, was ja auch sonst in diesem Modul sichtbar war. Das ist noch nicht ganz fertig, da gibt es noch keine Folgeoptionen, da werden aktuell nur Daten angezeigt. Ja, das wird aber in Kürze kommen. In Kürze bedeutet, im Frühjahr des nächsten Jahres wird auch diese Funktion dann höchstwahrscheinlich zur Verfügung stehen, soweit das Sinn macht. Okay. Ja. Okay, jetzt kommen wir zum Inventurmodul. Da ist es sehr ähnlich. Also wir haben das hier gerade schon aktiviert in der Software. Das heißt also, wenn wir uns das Inventurmodul anschauen, gibt es die Inventureröffnung. Die ist auch schon im neuen Dialog. Das habe ich allerdings gerade schon gemacht. Wir sehen also auch hier die neuen Darstellungen, die Sie über den App-Designer erleben. Und die Inventurerfassung, die ist dann halt auch in den neuen Dialogen. Da kannst du wieder ein bisschen was erzählen, Volker, da kennst du dich besser aus in der Inventur. Ja, also Inventur, vom Prinzip her muss ich erstmal eine Inventur öffnen. Das ist also so, wie man das Ganze gewohnt ist. Dann muss ich die Zähllisten drucken oder muss die zumindest in einer PDF-Datei ausgeben. Auch da gibt es jetzt erstmal keine signifikante Veränderung. Das, was ich sehr angenehm jetzt empfinde in dieser neuen Inventur-Erfassungsübersicht, ist, dass ich die nicht nur zur Erfassung verwenden kann, sondern gehäuft hatten wir in den letzten Jahren die Anforderung, dass man sich nachträglich Listen abweichend sortiert ausgeben möchte. Und wenn ich jetzt, also auch hier in dieser Maske, in welcher jetzt die Artikel zur Erfassung angezeigt werden, habe ich die Option links oben über das Hauptmenü, mir diese Maske zum Beispiel als Druck auch auszugeben. Da haben wir oben den Listenexport, den Listendruck und Export, eins drüber bitte. Export, ja. Export oder Druck? Nee, oben drüber, Listendruck und Export. Entschuldigung, ja. Okay. Dann nochmal. Und innerhalb des Listendruck und Exports habe ich die freie Exportmöglichkeit auch nochmal über einen Button an der oberen Kante. Da haben wir oben Dokument exportieren, wo ich wählen kann, in welchem Format ich das Ganze denn tatsächlich ausgegeben haben möchte. Die Felder, die hier in der Liste angezeigt werden, stehen in der Abhängigkeit der ausgewählten Felder in der Maske selbst. Das heißt, hier können sich frei aus dem Artikelstamm Felder zusammenziehen. Das können wir gleich nochmal ganz kurz zeigen und können dann das Ganze auch nach Excel ausgeben, um es auch zum Beispiel mobil erfassbar zu machen, im Falle dessen, dass man keine Inventur über Erfassungsgeräte selbst durchführt. Auch dazu nochmal zu Erfassungsgeräte, die Inventur mit Erfassungsgeräten. Da möchten wir noch anmerken, seit geraumer Zeit vermieten wir inzwischen Erfassungsgeräte für die Inventur. Wenn der Bedarf bei Ihnen gegeben sein sollte oder auch die Möglichkeit, dass Sie die Inventur mobil und auch über Endgeräte denn durchführen können, zum Beispiel Scanner, dann bieten wir Ihnen die Option, diese bei uns zu mieten und nur für die Inventur zu nutzen. Oder für auch Zwischeninventuren oder wer mit permanenter Inventur arbeitet, der kann ebenfalls in dieser Form vorgehen. Stefan sortiert gerade schon die Felder neu, um die auch nochmal zu zeigen, wie das dann auch denn hier gestaltet werden kann. Und über das Einblenden der Felder haben wir natürlich die Möglichkeit, aus dem Artikelstamm uns alle Felder anzeigen zu lassen. Also sprich, hätten Sie jetzt Felder denn in zum Beispiel benutzerdefinierte Felder innerhalb des Artikelstamms angelegt, auch die würden Ihnen dann hier in der Inventurerfassung zur Filterung als auch zur Sortierung optional zur Verfügung stehen. Genau. Und können dann entsprechend gedruckt werden oder an Excel übergeben werden in einer formatierten Form,
so wie es jetzt auch da ist, zu sehen ist, oder eben halt in einer nackten Form, wo Sie einfach nur die Daten übergeben und die dann selber weiterverarbeiten können. Also das ist eine sehr schöne Funktion, die, wenn man selber kreativ sein möchte, und das ist ja dann auch so für die Lagerbestände am Jahresende, da gibt es ja dann noch die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie Kunden das ausgedruckt haben möchten. Wir haben für die ältere Version der Inventur ein Video zur Verfügung gestellt, auf welches wir immer mal wieder aufmerksam gemacht haben, also jetzt vor dem Jahresende. Wenn der Wunsch besteht, auch für die neue Inventur Masken ein neues Video zu erlangen, dann sagen Sie uns bitte Bescheid oder chatten Sie hier oder schreiben Sie es kurz bitte in den Chat rein und wir würden dann auch dafür ein neues Video gegebenenfalls denn abbilden, je nachdem, wie viele Anfragen diesbezüglich kommen. Weil wir versuchen ja in den letzten Jahren oder seit jetzt mittlerweile 5, 6, 7 Jahren immer wieder Funktionen aus der Sage herauszupicken und die ein bisschen intensiver über Videos zu beschreiben. Dafür haben wir unsere YouTube-Channels, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, wo Sie kostenlos sich jederzeit einen Überblick über Funktionen zur Sage machen können. Ja, einmal noch kurz zu den Zusammenfassungen der Vorteile von dem neuen Inventurmodul. Ne? Also auch da wieder flexible Einstellung der Übersicht und des Erfassungsdialoges. Eine Sache haben wir noch vergessen zu erzählen, Volker. Man kann auch die Erfassungsreihenfolge verstellen. Bedeutet, wenn man in der Software ist, vielleicht kennt das der ein oder andere aus der Belegerfassung. Ich gehe mal ganz kurz in die Inventurerfassung rein, wähle mir meine Zählliste aus, die wir gerade konfiguriert haben. Und ich kann jetzt hier einstellen, welche Felder, in welchen Feldern das System unterwegs ist, welche Felder angezeigt und welche eingesprungen werden. Das gibt es so in der Belegerfassung ein- und Verkauf. Vielleicht kennt das der eine schon, ein oder andere schon. Artikelstamm, überall steht Ihnen das zur Verfügung, ja, der genau. Felder. Ja, und da kann man dann wirklich bestimmen, welche Felder möchte ich denn wirklich auch anspringen. Und dann kann man sich also quasi selber eine Schnellerfassung konfigurieren, die wirklich allem, ja, die jedem gerecht wird, weil sich das jeder so einstellen kann, wie er gerne möchte. Ja, zusätzliche Felder hat der Volker schon erwähnt und eigene Auswertung machen Sie quasi dadurch halt auch dann selbst. Ja, Vertragsverwaltung wäre der nächste Teil, ne? Ja. Ja. In diesem Teil habe ich Stefan überlassen. Okay, du grüßt dich so langsam ein, ja? Ja, also bei der Vertragsverwaltung gibt es das Thema Serienbelege. Auch das war ein Dialog, der vorher nur in der Exzessoptik zur Verfügung stand. Und bei den Serienbelegen haben Sie jetzt eine Möglichkeit, die Selektionsart oben anzupassen. Genau. Nämlich, wir haben eine Standardauswahl, die kennen Sie alle schon. In den alten Dialogen hatten Sie noch eine sehr komplizierte SQL-Filtermöglichkeit, die zwar da war, aber die keiner verstanden hat. Und deshalb haben wir jetzt hier eine neue Filterphilosophie, die wir an mehreren Dialogen kennenlernen werden. Und das zeichnen hier mal exemplarisch. Sobald Sie hier oben umschalten von Standardauswahl auf Filterauswahl, haben Sie hier so einen Trichter, so einen Filter. Und wenn Sie da drauf gehen, geht ein Dialog auf, also eine Fassungssystematik, die Ihnen mit Sicherheit bekannt vorkommt. Das heißt, in diesem Selektionsdialog, den können Sie sich auch ziehen, zerren, wie Sie möchten, können Sie, so wie Sie das aus der Sage kennen, können Sie einfach direkt suchen und filtern. Und ich mache jetzt mal einfach irgendeinen Suchbegriff und schon habe ich hier eine reduzierte Darstellung für diesen Filter. Und sobald ich diesen Filter setze, sehen Sie hier, wird die Anzahl der Datensätze übernommen. Das heißt also, Sie brauchen dann nicht mehr über komplizierte und gestaffelte SQL-Abfragen gehen, sondern können ganz einfach immer dann, wenn Sie die Selektionsart Filterauswahl sehen, können Sie dort dann eben halt auf einen einfachst zu bedienenden Filter gehen, können Filtern gruppieren, summieren, wie Sie möchten und haben dann auch gleich die Datensätze zur Verfügung, die Sie dafür brauchen. Ich will jetzt dabei nicht so weit vorgreifen, aber wir werden nachher im Rechnungswesen sehen, Stefan hat das schon angedeutet, dass es dort also die identische Filteroption auch an drei Stellen insgesamt auch integriert worden ist. Genau. Also ist ganz wichtig, also die neue Filtermöglichkeit, ich hatte vorher Filterphilosophie geschrieben, aber es ist schon eine schöne Sache, also löst diese ganze SQL-Geschichte ab in einer wirklich sehr, sehr schönen Art und Weise. Und wie Sie alle wissen, können Sie ja bei den Filtern nicht nur ad-hoc filtern, Sie können auch permanent Filter setzen, von denen Sie dann auswählen. Das heißt also, wenn Sie diese neue Filter
Möglichkeit verwenden möchten, dann können Sie auch sagen, okay, ich habe da einen festen Filter hinterlegt, den rufen Sie ab und machen dann Ihre Selektion und müssen diese einzelnen Kriterien nicht ständig neu eingeben. Das, was wir jetzt hier zur Vertragserfassung erklären mit den Filtern, gilt selbstverständlich für alle neuen Masken. Also um das auch nochmal anzumerken, ob wir jetzt beispielhaft innerhalb der Belegübersichtsmaske Belege filtern wollen, vielleicht auch für Regionen, für Gruppierungen, für welche wir uns zuständig zeigen innerhalb unserer Unternehmung, oder ob wir gewisse Artikel, zum Beispiel Produktionsartikel, bearbeiten, weil wir innerhalb der Fertigung tätig sind oder der Arbeitsvorbereitung tätig sind, das ist völlig egal. Filtermöglichkeiten können Ihre Prozesse, Ihre Strukturen innerhalb des Unternehmens ergänzen und auch sinnvoll mitgestalten. Das ist ein wesentlicher Aspekt dessen, warum man diese neuen Masken gemacht hat, weil diese Flexibilität, die war in den vorherigen Masken nicht individuell in dem Moment so abbildbar, wie wir das heute wieder vorfinden. Ja. Ja, im Webshop, ne, da kannst du was zu sagen. Ja, also das ist eigentlich nur eine Anmerkung. Also wir haben das innerhalb der Sage-Dokumentation nochmal uns herausgelesen, dass es hier eine Umstellung gibt. Also wer den Webshop einsetzt von Seiten von Sage, da gibt es ja eine Integration, welche die Sage vor jetzt mittlerweile 10, 12 Jahren durchgeführt hat, von einem Webshop-System, was zwar nicht selbst von der Sage kommt, aber also von einem Hamburger Unternehmen. Für wen das interessant ist, der kann sich gerne mal hierzu melden. Und hier hat man eine komplette Integration in die Sage betrieben. Das, was sich nun geändert hat, ist, dass diese Anmeldung nicht mehr über die herkömmliche Sage-Webseitenanmeldung erfolgt, sondern man muss sich jetzt eine Sage-ID erstellen. Auch das ist eine Webseitenanmeldung. Nur die Anmeldeform hat sich aufgrund der Notwendigkeit des Authentifizierungsmoduses, der verwendet werden muss, das betrifft die Sicherheit, verändert. Also wer den Webshop einsetzt, bitte nicht wundern, da gibt es neue Dialoge. Den möchte ich bitten, wenn er jetzt nicht selbst weiß oder noch keine Stage-ID hat, wie er das einstellt, der kann sich gerne an uns wenden. Ja, ich glaube, das ist am einfachsten erklärt. Es gibt 2, 3 Sachen, keine Raketenwissenschaft, aber auf jeden Fall ein paar Sachen, die zu beachten sind, und dann läuft das auch richtig. Ja. Ja, der neue, also hier haben wir jetzt also Customer Voice Wünsche. Das ist ja das, was Stefan schon eben angemerkt hat. Eben hast du ja schon gesagt, also dass es hier Wünsche gibt, die zum einen selbst eingestellt werden können, zum zweiten auch gewotet werden können. Dieses Voten ist jetzt ja ein schöner neudeutscher Begriff, den wir an allen Ecken wiederfinden. Das ermöglicht uns, dass wir gute Ideen natürlich ja nochmal verfeinern. Da können wir auch noch Bemerkungen zu hinterlassen, beziehungsweise wir haben auch die Möglichkeit, diese jetzt einfach so anzunehmen, wie sie vorgeschlagen worden sind. Hier gibt es ein neues, oder die Maske ist prinzipiell neu erstellt worden in der Version 905 Lieferscheine erstellen und seitdem auch einblendbar. Auch das ist ein Dialog, der eingeblendet werden muss. Also wer mit Lieferscheine erstellen gearbeitet hat. Und hier gibt es ein neues Feld, das heißt Lieferdatum, was aus dem Kopf heraus eingeblendet wird. Wir haben also ja immer 2 Lieferdaten. Wir haben das belegbezogene Lieferdatum. Das ist das, was hier jetzt noch verfügbar gemacht worden ist. Und wir haben im unteren Bereich das Lieferdatum zur Belegposition. Das ist ein zweites Lieferdatum, was auch ebenfalls zur Belegposition hier angezeigt wird. Dieser Dialog war vorher ein bisschen anders aufgebaut, wohl angemerkt. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man früher das Ganze positionsbezogen aufgebaut hatte, diesen Lieferschein-Erstellungsdialog. Und jetzt hat man das Ganze belegbezogen aufgebaut. Diese Belegbezogenheit zog aber nach sich, dass man gar nicht gesehen hat, wann denn der komplette Beleg geliefert werden sollte, eine Lieferung. Und deshalb hat man hier das Lieferdatum nun ergänzt. Das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Erweiterung für all diejenigen, die mit diesen Übersichten hier arbeiten oder gegebenenfalls arbeiten wollen. Ja, genau. Also letztendlich gibt es ja, ich glaube, ein Großteil der Kunden, die geben im Kopf des Beleges das Lieferdatum ein, wann der Kunde das bestellt hat, und innerhalb der die Position folgen alle dem Hauptbeleg, Hauptlieferwunsch. Und die Ausnahmen, wo dann pro Position ein abweichender Liefertermin hinterlegt wird, ist eher, ja, gibt es auch, gar keine Frage, aber es war total folgerichtig und auch gut, dass die Kunden sich da gemeldet haben, dass in dieser Übersicht auch schon in dem Kopfbereich ein Liefertermin angezeigt wird, mit dem auch gearbeitet werden kann. Sie haben gerade gesehen, ich habe mal eben ganz kurz gruppiert nach Kalenderwoche, sodass man also schnell auch seine
seine Belege und von mir aus auch gruppiert nach Lieferterminen und nach Touren entsprechend darstellen kann. Also das war eine sehr gute Idee, liebe Kundschaft, wer auch immer von Ihnen das gemacht hat. Noch ein Punkt dazu, also bleibt nur bitte ganz kurz in der Maske. Es gibt hier auch Filterungen, zum Beispiel Lieferbestand ausreichend. Also man kann sich die Maske tatsächlich so gestalten, dass dort alle Lieferscheine angezeigt werden, die jetzt in den nächsten Wochen oder in der aktuellen Woche geliefert werden sollen und wo jetzt zu welchen auch der Lieferbestand in dem Moment ausreichend ist. Das sehen wir hier. Hier auf diesen Feldern kann gefiltert werden. Also so, dass ich dann auch einen Überblick bekomme, welche Lieferscheine haben denn genügend oder zu welchen Lieferscheinen gibt es denn ausreichend Bestand zum jetzigen Zeitpunkt. Super. Es gibt noch im Lieferantenstamm gibt es den Einzelpreis. Das ist auch eigentlich sehr, sehr schön. Das kann ich auch zeigen. Wenn wir also im den Lieferantenstamm sind, da gibt es ja die Darstellung Suche nach Artikel. Und wenn Sie die Darstellung Suche nach Artikel wählen, dann sehen Sie hier Artikelnummer. Das war alles vorher schon. Und Sie können, müssen, dürfen jetzt auch den Preis, den Sie bei dem Lieferanten dafür bezahlen, einblenden. Ich habe das jetzt mal hier hinten hingepackt. Man könnte das natürlich auch direkt nach vorne schieben. Das ist also jetzt direkt sichtbar. Für die Leute unter uns, und dazu gehören der Volker und ich, die sich darüber aufregen, dass der Preis jetzt hier so komisch dargestellt wird, sei gesagt, das geht an der Stelle technisch nicht anders, weil sie bei den Einzelpreisen ja auch mehr nach Kommastellen als zwei darstellen können. Wir hatten uns da gestern kurz gewundert in der Vorabsprache, aber das ist kein Fehler, ausnahmsweise mal wirklich ein Feature. Also ist auf jeden Fall auf Wunsch der Kunden entstanden, dass man dort eben halt in dieser Darstellung gleich sehen kann, wie teuer der Artikel ist bei dem Lieferanten. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung nochmal dazu, wer sich jetzt wundert, wie diese Daten zustande kommen. Diese Maske oder die Darstellung setzt voraus, dass wir einen Lieferanten zu einem Artikel erfasst haben und dass wir zu diesem Lieferanten auch Daten zu dem jeweiligen Artikel hinterlegt haben. Also das nochmal zur Ergänzung dessen. Wir haben ja die Möglichkeit, x Lieferanten zu hinterlegen zu einem Artikel oder aber auch Sonderpreise zu einem Kunden zu hinterlegen. Also das sind die beiden Richtungen, zu welchen Daten hinterlegt werden können innerhalb des Artikelstamms. Okay. Und diese Maske baut vom Prinzip her auf den Lieferantendaten auf. Exakt. Jetzt gibt es natürlich auch wieder so Sachen aus der Praxis für die Praxis. Ne? Also wenn man jetzt einen Beleg sucht und der Kunde ruft an, ich habe doch hier eine Bestellung gemacht über x Euro, dann war das bisher nicht möglich, dass man den Bruttobetrag angezeigt bekommt. Das hat Sage entsprechend aufgenommen. Also wenn Sie jetzt hier den Bruttobetrag sehen, ist das gut. Wenn Sie das noch nicht sehen, können Sie das dann über die altbekannte Möglichkeit, dass Sie selber Spalten einblenden, können Sie diese Spalte mit einblenden und dann natürlich auch danach suchen oder sich sogar bestimmte Belege ab einer bestimmten Größenordnung rauspicken, wenn Sie da mal reingucken möchten. Also das ist, glaube ich, auch ein schönes Feature. Da auch nochmal von meiner Seite vielen Dank an die Kunden, die sich das haben einfallen lassen. Dann haben wir noch im Reisregister bei den Artikelkatalog, bei den Auskünften. Ja, das ist auch wären wir beide, glaube ich, nicht drauf gekommen, Volker, aber ne, für die Leute, die eben halt über den Bären arbeiten. Genau, erzähl du mal weiter, dann kann ich schon mal die Maske öffnen. Das passt. Also das Register Artikelkartei zeigt ja vom Prinzip her alle Artikel an, die jetzt verkauft worden sind, beispielhaft zu dem jeweiligen Artikel oder an wen die denn auch im Endeffekt verkauft worden sind. Was in der Vergangenheit nicht der Fall war, ist, dass man die Eigenwährung durchgehend angezeigt hat. Mit Eigenwährung ist gemeint, wenn ich den Mandanten in Euro angelegt habe, dann sollte natürlich auch einheitlich der Preis in Euro angezeigt werden können. Bis jetzt war das aber ein Mix aus den Fremdwährungsanzeigen und den Eigenwährungsanzeigen, die hier in dieser Spalte gegeben waren. Deshalb hat man jetzt den Einzelpreis der Belegwährung hier mit aufgenommen und kann diesen einblenden. Und das Währungskennzeichen hier ebenfalls. Und dann sehe ich auch dediziert, welcher Einzelpreis dort gewährt worden ist zu dem jeweiligen Artikel. In welcher Währung halt. Ne? Also es gab immer den Basispreis und dann die Belegwährung. Und das fehlte halt derzeit bisher. Und das ist dann halt auch mit reingekommen. Ja. Ja, die Länge der Intrastadtnummer kann man, glaube ich, eher erzählen. Ne? Also,
Ja, das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht in dem Moment denn zeigen. Also hier hat man lediglich eine Prüfung eingebaut, dass die Intrastat-Nummer vom Prinzip her in der Eingabe abgeprüft wird, dass man dort die Fehleingaben minimiert. Genau, den nächsten Punkt können wir, glaube ich, auch erzählen, weil nicht jeder Produktion hat. Aber es gibt eben halt dann diese Spalte, eine Spalte fremdfertiger Lager, die man einblenden kann. Und wenn es denn Bedarfe gibt für Fremdfertigungsaufträge, also Beispielteile, kann man die bereits umgebuchten Mengen anzeigen. Das ist ganz gut, ne, damit man auch die richtigen Mengen disponiert und nicht noch die zusätzlich berücksichtigt, die bereits umgebucht sind. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, ne? Also gerade für Fremdfertigung, da ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber da hapert es oder hapert es manchmal noch an Informationen, was die Anzeigen anbelangt. Und ich glaube, das ist eine sinnvolle Erweiterung, gerade im Bereich der Produktion, die man hier gemacht hat, wenn mit einer verlängerten Werkbank gearbeitet werden sollte. Okay, Pflichtfelder, das ist ein Ding, ne? Genau, also das ist noch eine Neuerung aus der Version 5. Es wären ja eventuell jetzt nicht alle von Ihnen bei dem Neuerungsseminar zur 905 denn zugegen. Und deshalb wollten wir eigentlich noch mal ganz kurz auf eine Funktion eingehen, weil das ist ein lang gehegter Wunsch von vielen Kunden gewesen, mit Pflichtfeldern zu arbeiten. Das wollten wir noch mal zeigen. Wir haben ja die Möglichkeit, die Masken zu verändern. Also sprich, rechts oben haben wir diesen Schraubenschlüssel zur Verfügung. Und über den Schraubenschlüssel können wir das Layout des Dialogs verändern. Wenn ich jetzt einen neuen Artikel anlegen möchte, kann es durchaus sein, dass der Mitarbeiter, der die Neuanlage durchführt, immer die Bezeichnung 2 auch tatsächlich denn füllen soll oder auch vielleicht andere Informationen füllen soll, wie die Herstellerangabe, wie die Herstellerartikelnummer. Und dass er ansonsten nicht in der Lage sein soll, die Daten dann auch tatsächlich final zu speichern. Die Pflichtfelddefinition, die wir hier treffen können, wenn du bitte mal auf Pflichtfeld klickst, dann sehen wir, dass da ein kleines Sternchen neben Bezeichnung 2 jetzt in dem Moment eingeblendet wird. Und daraus erkennen wir in dem Moment, dass hier ein Pflichtfeld A hinterlegt ist. Und ab sofort muss bei einer Neuanlage eines Artikels dieses Feld zwingend befüllt sein. Das können Sie jetzt völlig frei definieren. Und Sie haben diese Pflichtfeldeingabe an diversesten Stellen jetzt zur Verfügung, auch zum Beispiel im Kundenstamm oder auch im Lieferantenstamm. Auch hier gibt es die Pflichtfelddefinition. Das ist nichts mehr, was wir jetzt oder bei der Belegerfassung auch dort steht das zur Verfügung. In der Vergangenheit haben wir ganz oft kleine Programmierungen vorgenommen und haben dann diese Pflichtfelder am Ende beim Speichern des Beleges abgefragt. Um denn zu verhindern, dass dort Belege zum Beispiel ohne gewisse Angaben zu speichern sind. Und das kann man jetzt alles komplett selbsttätig definieren. Ich sage ganz bewusst dazu, wenn die Rechte dem User gegeben sind, dass er das auch hier hinterlegen darf. Und insofern ist das jetzt relativ einfach, sich da auch wiederum einen Prozess, einen Workflow zu schaffen, der gewährleistet, dass alle wichtigen Daten im System erfasst sind. Ja, es gab gerade eine Anmerkung, habe ich so vorbeifliegen sehen, dass diese Pflichtfelddefinition benutzerbezogen ist. Das ist die gute und die schlechte Nachricht, kann man sagen. Möglicherweise ist es für den einen Pflicht, für den anderen nicht. In jedem Falle, wenn man das einheitlich regeln möchte, kann man das trotzdem regeln, indem man eben halt, Benutzerprofile überträgt. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Eine über den Administrator, dass ich einem User ein vordefiniertes Profil überstülpe oder auch die Möglichkeit des Profiltausches. Da gehen wir tatsächlich sogar noch im Bereich System drauf ein, weil es da auch eine Neuerung gegeben hat. Ja. Aber Pflichtfelder ist richtig cool, wird oft gefragt bei Neukunden und Sie können jetzt jedes Feld einstellen, was Sie möchten. Und das ist wirklich gut, weil es eben halt tatsächlich auch Eingabefehler verhindert. Hier kam gerade noch eine Frage, wie verhalten sich Pflichtfelder beim Import neuer Artikeldaten? Dabei werden die nicht abgeprüft, wohl angemerkt. Der Import von Artikeldaten ist eine individuelle Geschichte, die im Endeffekt jeder Unternehmung dann obliegt, ob denn tatsächlich die Felder denn befüllt werden sollen. Dabei sind keine Pflichtfelddefinitionen in irgendeiner Form relevant. Es gibt andere Felder, die dabei relevant sind. Also klassisch, das aber nur als Anmerkung dazu, wäre zum Beispiel immer eine Artikelgruppe zu definieren. Oder ich muss einen Vorlagenartikel hinterlegen, in welchem Rahmen Daten, die vom System gefordert werden, denn gepflegt sind, die dann für alle Importartikel denn anzuwenden sind. Also da muss man, glaube ich, sehr individuell auf Ihre Gegebenheiten eingehen. Wenn es um einen Import von Artikeldaten geht, stehen wir aber auch gerne zur Verfügung,
Dafür gibt es fertige Module, um den Import auch ordnungsgemäß durchzuführen. Genau. Wichtig ist bei den Pflichtfeldern, genau wie du gesagt hast, ist es eine Sache der Oberfläche, also gilt für den Anwender oder eben halt für eine definierte Gruppe von Anwendern und gilt nur für neue Anlagen. Also wenn Sie jetzt, so wie ich gerade, die nachträglich dieses Pflichtfeld definiert haben, dann gilt das nicht, wenn Sie einen bestehenden Artikel aufrufen und dort speichern, sondern diese Pflichtfelddefinition gilt nur bei Neuanlagen. Neuanlagen, ja. Gut, die zweite Neuerung, die wir nochmal aus der 905 als erwähnenswert betrachtet haben, da möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen. Wenn du nochmal ganz kurz zurückgehst in die Oberfläche. Gerne. Das sind die Reiter, die wir zu oberst sehen. Also da haben wir ja jetzt gerade oben den Artikel offen. Links daneben haben wir die Artikelauskunftverkauf, dass man in dieser Reitertechnik hin und her springen kann. Da gibt es die neue, das kann man einstellen, das muss man einstellen. Innerhalb der Benutzereinstellungen und das muss man also aktivieren. Das finden wir hier wieder in den Einstellungen Ansicht, Registerkarten verwenden und dabei im Anschluss ist ein Neustart des Programms notwendig. Also sprich der Sage einmal, gibt es ab der Version 905. Welche Version Sie einsetzen, können Sie oben unter Hilfe Info abfragen, sodass Sie auch genau wissen, also ist das jetzt bei Ihnen einstellbar? Ja, nein. Hilfe Produktinfo. Und da finden Sie die jeweilige Versionsnummer wieder abgebildet, ab welcher das dann auch tatsächlich verwendet werden kann. Also das Ding wird wirklich gefeiert von Kunden, ne? Also das wirklich, also auch von unseren Mitarbeitern auch und auch von Kunden, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Bisher musste man ja über diesen Menüpunkt die zwischen den geöffneten Fenstern wechseln und das geht jetzt hier deutlich, ja, ist übersichtlicher und fluffiger, viel schöner. Noch eine Anmerkung, also Sie können auch mit STRG F6 zwischen den geöffneten Applikationen öffnen. Also es gelten die allgemeingültigen Windows-Tastenkombinationen auch selbstverständlich innerhalb der Sage. Das bleibt auch weiterhin erhalten. STRG F6 ist ja auch zum Beispiel zum Öffnen oder wenn Sie zwei Word-Dokumente geöffnet haben, dann zwischen diesen Dokumenten hin und her springen. Also alle gängigen Tastenkombinationen aus der Vergangenheit bleiben Ihnen auch 1:1 erhalten. Die Ergänzung, die wir oben über die Reiter wiederfinden, das ist, glaube ich, aber trotzdem ein Highlight, weil es ein viel schnelleres Arbeiten mit der Maus ermöglicht. Also STRG F6 kann ich noch nicht, vielen Dank. Also ich kann es nur als Tab. Prima, super. Okay. Gibt es noch Fragen zum Thema Warenwirtschaft? Im Chat kann das jemand sehen? Adriana, haben wir da Fragen, die noch unbeantwortet sind? Nein, ich habe einen Chat im Blick. Ah so, perfekt. Okay. Ja, dann können wir direkt zum Rechnungswesen wechseln, ne? Ja. Ja, Fixieren eines Kontos, PIN-Sitzen. Stefan, willst du kurz zeigen? Weil das ist eine Neuerung, glaube ich, die die Erfassung beschleunigen kann. Ja, ist ja so, wenn Sie bisher einen Zahlungseingang erfassen, dann kann man ja diese Soll-Haben-Buchhaltungsmethodik anwenden, die Sage ja standardmäßig mitbringt. Und der eine oder andere, der möchte dann gerne eine Schnellerfassung haben, wenn Sie gerade einen Bankkontoauszug buchen oder ein festes Konto fixieren möchten. Dann ist es so, dass Sie jetzt gerade durch dieses neue Symbol, das ist ein PIN, also kein PIN mit großgeschriebenen Buchstaben, sondern also der PIN im Sinne dieser Nadel, können Sie das anpinnen. Und jetzt sehen Sie, dass hier oben die Darstellung wechselt. Also Sie können dann entscheiden, ob Sie Konto gegen Konto buchen, wenn der PIN gesetzt ist. Dann bleibt dieses Konto Bank immer erhalten. Und wenn Sie den PIN entfernen, wechselt das System wieder zurück auf Konto soll, Konto haben Erfassung. Bisher musste ich dafür immer zwei Dialoge starten. Jetzt kann man das in einem Dialog mal eben kurz umstellen, buchen, buchen, buchen. Oh, das Konto ist fest, halte ich mal ganz kurz fest, kann man also schnell das Konto festhalten und dadurch noch ein bisschen fixer sein. Also ich glaube, das kam auch irgendwie so aus der Ecke Kundenwünsche und deshalb ist das eigentlich ein schönes Feature, was eben halt das Öffnen von zwei unterschiedlichen Buchungsdialogen überflüssig macht. Okay, gehen wir zum nächsten. Genau. Jetzt kommen wir wieder zu den sensationellen neuen Filtern. Diese Filter, die wir vorhin bei der Vertragsverwaltung gezeigt haben, die haben wir jetzt auch im Zahlungsverkehr. Also wenn Sie jetzt Zahlung vorschlagen oder
Einzüge vorschlagen, gibt es auch hier die Möglichkeit zu sagen, ich habe Standardfilter, die Sie alle kennen, oder eben halt, ich habe die Selektionsart Standardauswahl oder die Filterauswahl. Und sobald Sie die Filterauswahl anwenden, haben Sie die ganz normalen Dialoge und können dann entweder mit Ad-Hoc-Filtern arbeiten oder sich auch ganz konsequent Belege rausholen. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, wird mal Zeit, dass wir die 2021er-Rechnung bezahlen, dann könnte ich das jetzt so halt übernehmen und schon übernimmt mir das System diese Datensätze und ich kann dann damit weiterarbeiten. Also wohlgemerkt, das ist hier ein Demosystem. Also wir haben keine OPs offen aus 2021, nur um das direkt anzumerken. Ja. Okay, ja, das stimmt allerdings. Wir könnten mal im Mahnwesen gucken, oder? Ja, können wir machen. Haben wir die identische Funktion zur Verfügung innerhalb des Mahnwesens? Ja, genau. Aber ob wir da 2021er auf einer Posten in unserer echten Buchhaltung finden, meinte ich so. Ja, gucken wir mal. Okay. Ja, wenn noch ist, bitter. Also auch hier ist wieder die Filterauswahl. Und das ist eine ganz neue Selektionsart, finde ich persönlich super gut, weil man super schnell ist und auch wirklich dann die Sachen schnell rausfinden kann. Wie gesagt, entweder über den globalen Filter oder über den einzelnen Doc-Filter kann man da sehr schnell die passende Werte zusammenfinden. Ja. Noch eins, bitte? Also du hast ja jetzt gefiltert auf dieser bestehenden Maske. Auch hier haben Sie natürlich wieder die Möglichkeit, links oben über das Hauptmenü sich andere zusätzliche Felder einzublenden, die dann in diese Filterung einbezogen werden können. Na klar, richtig, sehr gut. Hätte ich fast vergessen. Na klar. Sehr, sehr gut. Ja. Also da hat man alle Felder zur Verfügung, die man haben möchte, plus die, die Sie haben möchten. Also auch wenn da Zusatzdatenfelder über den Administrator eingeblendet worden wären, würden Sie die hier sehen. Ja. Weil das manchmal wirkt das so beschränkt von den Masken oder man sagt dann vielleicht, okay, da ist jetzt gar nicht das Feld dabei, was ich im Eigentlichen brauche für die Filterung. Deshalb glaube ich immer, ist es erwähnenswert, immer wieder auf dieses Hauptmenü links oben einzugehen. Weil das ist ein wesentliches Bedienungselement, was uns erlaubt, die Sage individuell nach unseren Gegebenheiten hin anzupassen. Ja, und auch da wieder der Hinweis, ne? Also es gilt nicht nur die Filter, die Sie jetzt ad hoc setzen, sondern auch wenn Sie über die Permanentfilter gehen, können Sie die ja dann auch speichern und hätten dann fürs nächste Mal auch entsprechend genau den gleichen Filter, den Sie letztes Mal angewendet haben. Also das muss man. Ja, dann haben Sie die aber zur Verfügung. Nochmal bitte ganz kurz auf die Permanentfilter. Gebieten wir mal drauf. Und dann stehen die ganz oben zur Auswahl zur Verfügung. Unter Filter wählen, also wenn Sie einen Filter abspeichern, würde das hier oben, ganz oben unter Filter wählen, dann zur Auswahl stehen. Das sollte nochmal erwähnt werden. Und wenn ein Filter ausgewählt ist, dann wird das oben auch lila angezeigt und nicht mehr blau. Also dieser Dialog, diese Schrift, die oben auf Abo aktive steht, Datensatz wählen, ist jetzt blau, ist kein Filter ausgewählt. Hingegen, wenn das dann eine Auswahl getroffen ist und der Filter wählen, dann ist das im Anschluss lila und wir wissen, wir haben eine Auswahl getroffen. Genau. Super. Selbige Funktion steht uns auch im Mahnwesen wiederum zur Verfügung. Auch dort ist der Assistent verfügbar. Auch über den Assistenten innerhalb des Mahnwesens können wir so in dieser Form OPs auswählen, die wir anmahnen wollen. Das sei angemerkt. Okay, gibt es Fragen zum Teil Rechnungswesen? Du hast den Chat im Auge. Nein, Zahlungsvorschlag geht dann nur noch über Filter. Nein, Zahlungsvorschlag geht selbstverständlich auch noch in der bis jetzt bewährten Form. Das war gerade eben eine Frage, also das verändert sich nicht, sondern das ist nur eine weitere Option, die Sie zur Verfügung haben. Sie haben hier weiterhin die Standardauswahl, mit der Sie dann, wenn diese gewählt ist, von Lieferant, Lieferantengruppe, Währung etc. natürlich wählen können. Das ist genau gewählt. Nächste Frage. Das war ein Hinweis von Sigma Stücher. Sigma hat nochmal darauf hingewiesen, dass wenn eine Filterauswahl gesetzt ist, dass man beim nächsten Mal darauf achten soll, dass eventuell nicht, dass der erneut wiederverwendet wird, wenn man eine abweichende Filterdefinition bei dem nächsten Aufruf der individuellen Filter haben möchte. Das genau, Überschrift ist, der Vorteil der Permanentfilter ist, dass sie permanent sind, der Nachteil ist, dass sie permanent sind. Okay. Dann war die Frage noch, sind die Neuerungen auch in der Version 9.04 verfügbar? Nein. Es muss ein Live-Update auf die 906 durchgeführt werden. Live-Update wurde angemerkt, das ist nicht mehr wie vor, also aus der Zeit, wo ich herkomme, das sehen Sie mir ja an, wo ich herkomme, das ist jetzt mittlerweile 30 Jahre
oder zumindest 25 Jahre her, dass ich mit der ersten Office Line gearbeitet habe. Das war 1998. Und in den Zeiten musste man eine neue Version auch tatsächlich komplett installieren mit Formularübernahme und was nicht noch alles. Das ist glücklicherweise alles nicht mehr so. Die Formulare gelten versionsübergreifend und das Ganze kann per Live-Update eingespielt werden. Okay, ja, kommen wir zum System. Ich glaube, Volker, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, ne? Sonst pacen wir hier etwas. Alterstechnisch sind wir ja fast schon beim Goldschlag, ne? Wir wollen es ja nicht in echt beweisen. Okay, im Bereich System ist es so, früher musste, wenn jetzt ein Kunde seine Lizenz verändert, also neue Clients oder neue Module hinzuschaltet, musste das im Rahmen eines Live-Updates passieren. Ist jetzt nicht mehr nötig, geht also deutlich einfacher, könnte theoretisch der Kunde selber, macht vielleicht auch der eine oder andere, aber so aus rechtlichen Gründen muss ich darauf hinweisen, dass sowohl der Volker als auch ich unterschrieben haben bei Stage, dass wir das machen, damit die Anwender nicht irgendwelche lustigen Sachen bei der Einstellung machen. Also, ja, Punkt. Damit unabhängig davon machen das natürlich einige von Ihnen, das wollen wir jetzt auch gar nicht in Frage stellen. Ja, ich habe gerade so ein Piepsen auf der Leitung. Wir weisen aus rechtlichen Gründen darauf hin. Genau, alles klar. Ja, gut. Gut, dann das Benutzerprofil Assistenten, also hatte ich gerade schon mal drauf hingewiesen, zeige ich sicherheitshalber einmal. Und zwar, früher konnten Sie über das Ribbon, also Ribbon ist dieser Bereich hier oben, so heißt das in der Microsoft-Sprache, konnten Sie bestimmte Sachen tun. Und Sie merken ja im Laufe der Zeit, dass es immer weniger wird. Und für den einen oder anderen, der assoziiert, dass das Ribbon irgendwann wegfallen wird, dem kann ich nur sagen, jo, das ist richtig. Und deshalb zieht Sage sukzessive alle möglichen Dinge aus dem Ribbon ins Regiezentrum. Und eines davon sind eben halt auch die Benutzereinstellungen. Das heißt, wenn Sie die vorher mal gesucht haben, gibt es noch ein paar klitzekleine Reste hier oben, aber wie gesagt, das wird von Version zu Version weniger. Und das Thema Vorlagenexport und Vorlagenimport ist in diesem Zuge auch in das Regiezentrum gegangen. Wozu macht man das? Also Sie haben eine tolle Einstellung gemacht, auch mit Pflichtfeldern meinetwegen im Artikelstamm und wollen, dass Ihr Kollege das auch verwendet. Dann können Sie sagen, okay, mein Profil, nachdem ich alle Dialoge geschlossen habe, mein Profil möchte ich gerne exportieren und dann können Sie sagen, okay, das ist das Profil von dem Herrn Kartins. Also ich kann direkt eine Zieldatei angeben, also das muss ich einmal über den Browser machen und sage hier Kartins, eine Direkteingabe geht das nicht, weil das System auch wissen möchte, wo Sie es speichern wollen. Und dann können Sie sagen, was möchte ich alles haben? Assistentenauskünfte, Sie können das also für einzelne Bereiche sogar machen, für die Hauptmodule machen. Irgendeinen sollte ich schon auswählen, das macht Sinn. Und kann dann sagen, ich exportiere das. Und alles, was ich jetzt konfiguriert habe, wird abgelegt. Und über den Import kann mein Kollege dann über den Browser gehen, sich anschauen, wo der Herr Kartins sein Template gespeichert hat. Er kann aber auch auf fertige Templates von Sage zugreifen. Also hier der Klassiker, ne? Also Chef kann nur gucken, nichts ändern. Für Buchhalter, Einkauf, Lager und so weiter gibt es fertige Templates und die könnte ich mir einfach importieren. Und somit habe ich dann sichergestellt, dass das, was mein Kollege eingestellt hat, auch bei mir gilt. Noch eine Anmerkung dazu. Also wir empfehlen, das ist wirklich nur eine Empfehlung, die Templates für Unternehmensbereiche, zum Beispiel Einkauf, Verkauf etc. zu erstellen. Und die dann auch an alle Mitarbeiter des jeweiligen Bereichs zu übertragen. Das kann man auch administratorseitig einspielen, also so ein sogenanntes Template, dass es dann für 5 oder 6 Mitarbeiter User des Systems gleichzeitig dann auch aktiviert wird. Nach einem Neustart des jeweiligen Users steht das dem User dann auch im Anschluss zur Verfügung. Das nur als Anmerkung dazu, weil dann hat man gewährleistet, dass die identischen Einstellungen an diesen Stationen immer gewährleistet sind. Jo. Fragen? Sind die Pflichtfelder auch darin gespeichert? Ja, die sind auch darin gespeichert. Das war gerade die Frage. Genau. Ja, genau so. Ja, dann gibt es einen Bereich Korrekturen. Bei den Korrekturen kann man natürlich darüber diskutieren, sagen, ja, ist ja selbstverständlich, dass der Hersteller irgendwelche Sachen korrigiert, die er nicht richtig gemacht hat. Da kann man auch gar nichts hinzufügen, ne? Weil natürlich ist das Pflicht und auch Bestreben von Sage. Aber man muss auch festhalten, dass in diesem Release, der jetzt da rausgekommen ist, sehr viele Details feingeschliffen wurden und somit auch sehr viel
Zeit und Arbeit investiert wurde. Das findet man in allen Bereichen. Also im Bereich XRM, also dieses CRM-Modul, was integrierbar ist. Überall in allen Bereichen gibt es spezielle Anpassungen, die wir Ihnen heute nicht alle vorlesen wollen. Aber für die Leute, die sich melden und die Folien haben möchten, haben wir im Anschluss der Folien, sehen Sie dann zu jedem Bereich auch genau die, ja, die Optimierung, die Sage vorgenommen hat. Also das wollten wir Ihnen ersparen. Denn wir haben ja noch ein bisschen was Spannendes, ne Volker? Ja, davon gehe ich einfach mal aus. Also wir werden Ihnen mal einen kleinen Vorgeschmack von dem geben, was im Frühjahr des nächsten Jahres auch tatsächlich jedem zur Verfügung steht. Bevor Stefan jetzt auf den Client gleich eingeht und das so ein bisschen zeigt, werden wir sehen, dass dieser oder das als Information, der Client kann parallel mit dem jetzigen Client in der Zukunft betrieben werden. Das heißt also, es gibt einen accessfreien Client, der unseres Erachtens auch performanter als der jetzige Sage-Client ist, weil einfach nicht mehr Access geladen werden muss, was heute eine Bremse beim Betrieb des Systems darstellt. Das hat man aber aus Kompatibilitätsgründen weiter gewahrt, weil es ganz einfach noch sehr viele individuelle Anpassungen in Access gibt bei den jeweiligen Kunden. Und insofern bitte ich das zu berücksichtigen, der jetzige Client, der bleibt erhalten. Allerdings werden wir Ihnen also ab Frühjahr die Möglichkeit bieten, dann auch den neuen Client einzusetzen. Ja, also warum braucht man einen accessfreien Client? Der ist nötig, und um zukunftsfähig zu bleiben. Also mit Sage 100 haben Sie natürlich eine Software, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht, aber Sage denkt natürlich auch weiter. Und genau für diese Zukunft, die Sage vor sich hat, hat man irgendwann entschieden, Access muss raus, und hat dann wirklich vor vielen Jahren schon begonnen, den ganzen Hintergrund umzukrempeln. In den letzten Jahren haben sie viele, oder auch heute sprechen wir über viele Dialoge, die von alten Dialogen auf neue Technik umgestellt wurden. Das sind alles Themen, die genau damit zu tun haben. Wie sieht denn sowas aus? Also können wir Ihnen zeigen, haben wir hier in einer Vorabversion. Muss ich nur einmal kurz hinschalten. So, also Sie sehen hier unten eine Version der Warenwirtschaft. Ich hatte vorhin angedeutet, dass dieses Ribbon, alle, die aufgepasst haben, wissen, was das ist. Die Leiste da oben, die jetzt gerade nicht mehr zu sehen ist, die ist weg. Alle Menüpunkte sehen Sie hier in einem Regiezentrum. Die Software sieht ein bisschen aufgeräumter aus, aber Sie haben weiterhin Ihre Favoriten. Sie haben eine Wiedervorlage, so wie bisher auch. Können Controls hinter einblenden, auch wie bisher. Und wenn wir jetzt mal schauen und die Frage haben, die dann möglicherweise dem einen oder anderen sich aufdrängt, huch, komme ich denn mit der Software noch klar? Wir können uns ja mal die Verkaufsbelegerfassung anschauen. Und dann werden wir jetzt eine Überraschung überleben, dass die sagen, bin ich jetzt in der alten oder bin ich jetzt in der neuen Software? Und das ist der Punkt, weshalb wir sagen, damit bleiben Sie zukunftssicher, weil all das, was Sage in den letzten Jahren gemacht hat, hatte als Ziel, genau hier zu landen, dass man in einem Client ist, der unabhängig ist von lokalen Komponenten, dass man alle Elemente über den Server bezieht und dass man dann auch in der Anzeigemethodik leichter und einfacher ist. Was bedeutet das? Wir haben in der Auftragsabwicklung ist genau die gleiche Maske, und sie interagiert auch mit den Daten. Also der Volker und ich haben gestern einen Beleg erfasst, hier in diesem Client, das können wir Ihnen auch zeigen. Wir haben in diesen Demodaten den Herrn Arber, der ja immer herhalten muss. Und der bestellt jetzt keine Sonnenschirme, sondern wir haben es ja ein bisschen dunkler in der herbstlichen Zeit. Der bestellt jetzt Stehleuchten. Also die Erfassung, sehen Sie, ist genau die gleiche. Das Memo, die ganzen Dialoge sehen genau gleich aus. Sie brauchen sich da gar nicht umstellen und können entsprechend auch abschließen. Also auch das Speichern, die Methodik ist genau die gleiche. Und der Volker hat ja gerade angedeutet, wir merken uns mal die Belegnummer 6006, man kann gleichzeitig arbeiten. Das heißt also, ich bin jetzt wieder zurückgekehrt in unseren Access-Client und würde jetzt hier nach einem Beleg suchen, der irgendwo 6906 hat. Ah. Oben hast du schon direkt. Ah, okay. Da war er. Ja, genau. Und das ist eben halt der Freund Arber. Und Sie sehen auch, ich bin gerade in dem gleichen Beleg drin. Ne? Also man kann parallel arbeiten, und da brauchen Sie keine Angst haben, dass Sie sich umstellen müssen. Im Rechnungswesen sieht es genauso aus. Also da können Sie wirklich ganz beruhigt in die Zukunft schauen, weil alles, was neue Dialoge sind, die sehen in der neuen Software genauso aus. Sie bleiben da also auf
der richtigen Zukunftsseite. Ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Schritt, also auch für die Zukunft, dass man diesen Client jetzt Access unabhängig macht. Vielleicht für die, die technisch diesbezüglich jetzt da noch ein, zwei Fragen haben. Es ist so, dass Sie für diesen neuen Client natürlich dann die alten Access-Programmierungen nicht mehr verwenden können. Da muss man dann prüfen, was gegebenenfalls noch in den alten Access-Oberflächen dann entwickelt worden ist und müsste die auf den App-Designer überführen. Das ist aber jederzeit möglich und auch machbar. Parallel dazu kann aber auch noch der alte Client betrieben werden, dass Sie da keinen Aufwand haben und auch hier natürlich auch so wie bisher in gewohnter Form arbeiten. Ja, irgendwo gibt es noch eine Meldung, habe ich gerade gesehen. Kann das sein? Ja, genau, ja. Also ich hätte gerne ein Mietangebot zu zwei Scannern für die Inventur. Okay. War gerade ein Punkt. Also von daher gesehen, ansonsten dreht sich um die Folien. Wir haben ein klein bisschen später angefangen. Wir hören auch um 10:55 auf. Deshalb kommen wir noch zu 2, 3 Hinweisen etc., um das dann auch da abzuschließen. Innerhalb des Rechnungswesens hat es wenige Neuerungen gegeben. Sie haben das ja eben schon gesehen. Da hatten wir jetzt in den Part dessen, dass wir unter anderem die Filtererweiterungen denn jetzt nun vorfinden in verschiedenen Bereichen. Es gibt allerdings noch diverseste Neuerungen, die bereits innerhalb der Entwicklung der Sage bereits in der Umsetzung sind. Hier gibt es einen größeren Part, der bedingt ist durch das Wachstumschancengesetz, also was jetzt vom Bundestag am 17.11. denn verabschiedet wurde und jetzt am 15.12. erst in den Bundesrat geht. Also beziehungsweise dort verabschiedet werden soll. Insofern hat man mit der Entwicklung bereits begonnen. Also ich will mal einen Punkt rausgreifen, dass vorübergehend wieder die Abschreibungsmethodiken sich dahingehend ändern, dass wir nicht nur lineare Abschreibungen denn zur Verfügung haben. Also da gibt es diverseste Dinge oder auch, dass die Sammel-GWGs, da gibt es Neuerungen zu GWG allgemein, die Grundbeträge verändern sich. Für all diese Rahmendaten müssen neue Felder geschaffen werden, weil manche dieser Definitionen ja nur vorübergehen. Und um dem gerecht zu werden, hat man den größten Rechnungswesen-Part vom Prinzip her in die Version Ende Dezember verlagert. Da werden wir aber rechtzeitig auf Sie zukommen. Wir haben aber bereits 2 Seminare hierzu angesetzt. Das Datum stimmt hier nicht, 12. Januar 2023, dann nehmen wir lieber den 2024 an dieser Stelle. Von 9 bis 13 Uhr. Wir haben einen längeren Zeitraum für diese Seminare dann angesetzt, weil wir aktuell davon ausgehen, dass es auch hier umfangreichere Änderungen geben wird, umfangreichere Einstellungsmöglichkeiten geben wird. Also ich wiederhole es nochmal, 12. Januar 2024 und 16. Januar 2024. Unsere Kollegin oder unser Kollege, Kollegen werden auf Sie zukommen und werden Ihnen Einladung hierzu zur Verfügung stellen. Wen das interessiert, der kann gerne an den Seminaren auch wiederum teilnehmen. Das sind ja die Kollegenden. Die Kollegenden, okay. Gut. Ja, das okay. Werde ich nie lernen in der Form, okay. Wie es denn tatsächlich abgefordert ist. Aber wo du gerade beim Thema Lernen bist, also lernen kann man auch fast bei dem Wissenskompass. Also für diejenigen von Ihnen, die da jetzt noch nicht regelmäßig an unserer Kommunikation teilhaben. Wissenskompass ist eine Webinarserie von Desk und ICS gemeinsam. Jede Woche gibt es ein neues Webinar, was wir live durchführen und auch ähnlich wie hier jetzt aufzeichnen und was wir dann jedem zur freien Verfügung stellen. Also das kann sich jeder angucken. Also möchte ich Sie wirklich einladen, mal Wissenskompass ICS oder Wissenskompass Sage Software zu googeln oder eben halt, wenn Sie die Folien zugeschickt bekommen haben, diese Seite aufzurufen. Oder Sie schicken mir eine Info, dann schicke ich Ihnen da ein Mail zu. Also da sind ordentliche Themen dabei. Das hat auch einen riesengroßen Videokanal. Da sind dann auch unsere Videos eingebettet und in diesem Videokanal sehen Sie nicht nur Wissenskompass-Themen, da sehen Sie auch Tipps und Tricks, auch das Thema Inventur, was der Volker gerade erwähnt hat. Das finden Sie da auch. Also ist eine sehr interessante sehr interessantes Thema, habe ich auch viele neue Sachen für mich entdeckt. 3 Punkte habe ich noch, die ergeben sich aus dem Chat heraus. Also 4 Punkte habe ich im Eigentlichen. Gibt es einen, also nochmal zum Wissenskompass, einen Punkt, der ist, glaube ich, donnerstags immer von 10 bis 11 oder von 11 bis 12, Stefan? 10 bis 11, ja.
Ich glaube, ja. Adriana? Ja, ja. Von 10 bis 11 ist richtig, genau. Okay, vielen Dank. Dann das Zweite war die Frage, gibt es das Aufgabensender noch im neuen Client? Ein klares Nein. Das Aufgabensender wird es im neuen Client nicht mehr geben. Wir haben aber heute bereits eine Alternative. Wer das Aufgabencenter in einer neueren Form verwenden will, der kann gerne auf uns zukommen, um den neuen Client in der Zukunft zu verwenden und auch die Technik, die man mit der Sage jetzt liebgewonnen hat, im Rahmen der Nutzung des Aufgabencenters, dann auch in der Zukunft weiterverwenden zu können. Das als Hinweis dazu. Dann, ab wann kann man auf die 906 umsteigen? Wir haben noch die 904. War die nächste Frage. Die Antwort ist jederzeit, also nach Vereinbarung, Termin. Wir prüfen ab, ob es gegebenenfalls Anpassungen bei Ihnen im Haus gibt, die Änderungen nach sich ziehen würden. Ich gehe aktuell davon aus, in der Regel nein. In der Regel nein heißt, zu 95% müssen keine Änderungen durchgeführt werden bei den Kunden, sondern in dem Regelfall ist es tatsächlich nur ein Live-Update, was eingespielt wird. Es gibt aber auch manchmal Kleinigkeiten, die anzupassen sind, aber das können keine großen Dinge sein. Also letztendlich ist es bei Kunden mit Anpassungen so, dass zumindest bei uns so, wir ja empfehlen, dass man es einmal kurz prüft. Ne? Also in der Regel ruft der Kunde an und sagt, hey, könnt ihr es einmal testen oder Freigabe machen oder sowas. Also bei uns gab es einige Grundlagentechnologiewechsel im Zuge auf die Umstellung auf die 905. Das heißt also nicht, dass wir was anpassen müssen, sondern dass wir eine neue Komponente mit installieren müssen. Deshalb bitte kurz anrufen, bevor Sie das Live-Update starten. Gut, hast du noch eine Folie? Wenn nicht, möchte ich noch einen Punkt gleich ansprechen. Ja, also ich hätte jetzt noch den neuer Film für die neue Inventur, den gibt es noch nicht, weil wir die neuen Dialog... Bitte? Dann schiebe ich mich da rein an der Stelle. Okay. Ich möchte mal ganz kurz meinen Bildschirm jetzt an dieser Stelle freigeben. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Und möchte... Na, klicken funktioniert nicht wie gewohnt. So. Jo, jetzt sehen wir was. Jetzt sehen wir es, okay. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, also dass es einen neuen Webclient auch für die Sage gibt. Wir sehen das jetzt hier jetzt als Beispiel als XRM-Client. Also das ist ein Webclient, der kann jederzeit von jedem beliebigen mobilen Endgerät oder auch natürlich über den PC aufgerufen werden, in welchem denn Daten aus der Sage nicht nur aufgerufen werden können, sondern Daten auch optional hier verändert werden können. Das heißt also, ich kann mir hier jetzt mein Bildschirm ist relativ groß. Ich hoffe, man sieht das auch tatsächlich alles problemlos. Hier kann man diese Daten dann auch bearbeiten oder man könnte auch neue Kunden, neue Adressen anlegen. Wir stellen auch ab dem Monat Dezember jetzt einen Erfassungsclient für eine Belegerfassung zur Verfügung. In Schritt 1 in der abgespeckten Version, in Schritt 2 werden wir den kompletten Funktionsumfang hier zur Verfügung stellen. Hierbei gilt, dass die Regeln, die Sie von der Sage kennen, auch innerhalb des Webclients angewendet werden. Klassisch bedeutet das jetzt, dass man zum Beispiel Preise, die zum Kunden hinterlegt werden, auch in der Belegerfassung im Webclient dann 1:1 herangezogen werden, sodass hier keine Unterscheidung in der Funktionalität zur Sage initial denn gegeben sind. Das wollte ich nur noch kurz erwähnt haben, also dass man weiß, okay, es gibt neue Technologien. Wir haben den accessfreien Client zum einen Ihnen gezeigt. Wir haben Ihnen noch mal ganz kurz auch, wir haben noch mal darauf hingewiesen, dass das Ganze auch mobil möglich sein wird. Also hier arbeite ich direkt online auf den Daten, kann aber natürlich auch genauso eingrenzen, welche Daten den Kollegen dann hier angezeigt werden. Das war noch ein ganz kurzer Abriss dazu. Ja gut, also auch da gilt, denke ich, wenn da Interesse dran besteht, bitte melden Sie sich bei uns. Die Kontaktdaten will ich einmal kurz einblenden, dass wir das auch auf dem Film sehen können. Also Volker Schneider erreichen Sie unter seiner E-Mail-Adresse und seiner Telefonnummer und mich entsprechend auch. Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ja, ich will jetzt nicht die Phrase befleißigen, ne? Keine dummen Fragen, sondern einfach bitte treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie Interesse haben. Ich finde speziell diesen mobilen Client, auch wenn wir da jetzt nur 3 Sekunden gesehen haben, finde ich super spannend. Mobilität ist eins der Hauptthemen der Zukunft und dass man wirklich halt ja, überall über die Daten verfügen kann. Und das ist, glaube ich, eine schöne neue Möglichkeit, die man da auch parallel gehen kann. Letzter Satz. Da war noch eine letzte Frage. Was kostet das Live-Update? Wir würden einfach auf Sie zukommen und das mit Ihnen gemeinsam besprechen. Also um auch diese Frage denn besprochen zu haben. Also unter 2 Millionen.
Okay, ja, erstmal von meiner Seite aus vielen Dank an Sie alle, dass Sie sich so lange die Zeit genommen haben. Vielen Dank an Adriana und Lennart. Es war wieder schön, euch im Hintergrund zu wissen. Das ist toll. Und an dich, Volker, auch vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Also, ja. Wenn du möchtest, gucke ich beim nächsten Mal bei deinen Dingern auch, bei deinen Filmen dann zu. Es gibt noch eine letzte Frage. Wann würden Sie das Live-Update einspielen? Gibt es noch Kinderkrankheiten? Also hierzu würde ich sagen, dass diese Version, die Sie hier sehen, die 906, die gibt es jetzt seit Mitte Oktober. Die wurde erst den Fachhändlern der Stage zur Verfügung gestellt. Es gibt inzwischen eine 906.2. Also das heißt, es gibt die Kinderkrankheiten sollten mittlerweile sich da ausgeschlichen haben. Und insofern kann ich da vom Einsatz nicht abraten, um es mal so beschrieben zu haben. Auch von meiner Seite, Stefan, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, Sie alle zum nächsten Seminar im Frühjahr dann wieder begrüßen zu können. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ja.